Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Bei uns haben die Zuckerfest-Vorbereitungen schon begonnen und deshalb zeige ich euch heute, wie ihr diese marokkanischen Gazellenhörnchen zubereiten könnt. Salam khwata te kint menet kono bikhir. Ana bdit na'mel halawiyat l'eid. Wal yom ghadi nourikum kif dab ka'b l'ghzal. An Zutaten für den Teig braucht ihr 450 Gramm Mehl, 110 Gramm weiche Butter, 4 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Puderzucker, 8 Esslöffel Rosenwasser, 100 ml Wasser und eine Prise Salz. L'ajin ghadi tahtaj rub' mia w 50 gram dial dqiq, 110 gram dial sman, rub' m'irqat l'kbar dial zayt, jouj m'irqat kbar dial sukkar glacé, 8 m'irqat kbar dial mazha, 100 ml dial lma' w chwiya lmelh. Für die Füllung braucht ihr 500 Gramm gemahlene Mandeln, 2 Esslöffel Aprikosenmarmelade, 2 Esslöffel Butter, 4 Esslöffel Rosenwasser, 200 Gramm Puderzucker, einen halben Teelöffel Zimt und eine Prise Salz. التعميرة غادي تحتاجو 500 غرام اللوز مطحون، جوج المعالق الكبار كونفيتور ديال المشماش، جوج المعالق الكبار ديال السمن، ربع المعالق الكبار ديال المزهر، 200 غرام سكر غلاسي، نص المعلقة صغيرة القرفة وشوية الملح. Ich gebe meine Zutaten jetzt nach und nach hier in meine Schale und verarbeite das Ganze dann zu einem Teig. أنا غادي ندخل دروك العناصر ديال ليفيكت تبسي وغادي نخدمو العجين. So sieht mein Teig jetzt aus. Ich gebe den jetzt in meine Schale und decke das Ganze mit Frischhaltefolie ab. Das Ganze muss dann 1 bis 2 Stunden stehen bleiben. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Füllung zubereiten. Dafür gebe ich meine Zutaten in eine Rührschüssel und vermische das Ganze. Druck den Khedmul Ta'mira. Meine Füllung ist fertig, das Ganze decke ich dann jetzt auch wieder mit Frischhaltefolie ab und lasse das Ganze 20 Minuten stehen. Rani kümmelt sich am Iran, druck an den Ratau, an den Khalihaltertech, 20 Minuten. So, damit meine Kekse nachher auch alle gleichmäßig aussehen und dieselbe Größe haben, nehme ich mir jetzt meine Waage zur Hilfe. Und zwar wiege ich pro Keks 20 Gramm Füllung ab. Bechel gato dia li belet heben kif kif, o mei kunsch wahed kibir, wahed sgir, gadin muzin 20 Gramm dial ta'mira. So, ich habe meine ganze Füllung jetzt abgewogen und das nochmal mit Folie abgedeckt, damit die nicht austrocknen. Jetzt geht es dann ans Füllen. Ich habe mir jetzt schon hier meinen Radschneider und meine Pinzette für das Muster bereitgelegt. Außerdem braucht ihr noch etwas Mehl, um den Teig gleich auszurollen. Ranere teta amera beschmetibes. Dukarim deon chitmo lajin.
غادي تحتاجوا شويه دقيق واحد الجراره باش تقطعوا واحد المنقاش باش تنقشوا به ايش نايد ان تايك اتس جلاش ان كلاينه شتوكه und tu die in den Teller und deck das Ganze ab. Ich nehme halt nur eins raus, was ich direkt verarbeite, damit das Ganze nicht austrocknet. غادي نقطع عليه جيم صغير وغادي ندخلو في طبسي ونغطو غادي نفطر غير واحد اللي غادي نخدم به وغادي نغطي هكا الاخرين باش ما يبسوش.
So, ich habe meine Kekse jetzt hier auf dem Blech verteilt. Ich habe sie vorher ein paar Stunden trocknen lassen, damit der Teig im Ofen nicht aufplatzt. Ich werde jetzt mit einem Zahnstocher da ein paar Löcher reinmachen und das Ganze dann auch nochmal mit Butter bestreichen. Das Ganze kommt dann bei 180 Grad in den Backofen. Ich empfehle euch vorerst nur die Unterhitze anzuschalten und nach 10 Minuten erst die Oberhitze. Denkt dran, immer zwischendurch mal in den Backofen zu gucken, damit die Kekse nicht verbrennen. Sobald die oben ganz leicht Farbe bekommen, können die sich schon rausnehmen. Die dürfen nicht zu braun werden. Dann ich lege gato je bis zu zwei. Rein trebo oder den dehno bis min. وغادي ندخلو في الفرن على درجة الحرارة 180 شعلوا لولو النار غير لتحت وخليو 10 مينوت يطيب وإلا فاتوا هيك 10 مينوت شعلولو حتى الفوق باش ما يحمروش بزاف ما تنساوش تشوفوا الفوق باش ما يحرقلكمش خليوهم يحمروا غير شوية الفوق وتخرجلوهم بالفرن. So ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dem Video. Probiert die Gazellenhörnchen auf jeden Fall aus, die sind mega lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss! كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، شاركوا معايا في القناة، شكرا بزاف، مع السلامة.